Zum 300-jährigen Bestehen ziehen Schüler und Lehrer des Antonianum Fechter durch die Innenstadt zum Europaplatz. Angeführt von der 100 Jahre alten Schulfahne und der Gymnasialkapelle Blech, haben sich zahlreiche Besucher auf den Platz vor dem Brunnen versammelt, um den Festakt beizuwohnen. In diesem Jahr haben wir mit der jetzigen Veranstaltung hier die Gelegenheit, den Antoniuspreis direkt am Antoniustag vor der Schulgemeinschaft zu verleihen. Das wollen wir jetzt machen und daher gebe ich jetzt das Wort an Frau Dr. Hofmann, Vorsitzende des Fördervereins, die die Verleihung vornehmen wird. Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrtes Lehrerkollegium und alle Anwesenden. Als Vorsitzende des Fördervereins des Gymnasium Antonianum begrüße ich alle ganz herzlich. An dem heutigen Todes- und Namenstag des heiligen Antonius bekommt heute eine Schülerin oder ein Schüler den 34. Antoniuspreis verliehen. Wir verleihen den Preis, um besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft, für andere Menschen oder an einer der vielen unterschiedlichen AGs zu würdigen. So wie der heilige Antonius seine eigenen Interessen zurückgestellt hat und sich für seine Mitmenschen eingesetzt hat. Es ist auch eine tolle Leistung, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler neben der Schule auch noch für seine Schule engagiert. Das macht die Person dann auch noch freiwillig und umsonst. Diese Attribute mögen manchen von euch im Schulleben nicht so logisch erscheinen. Lernt ihr immer freiwillig Vokabeln, Formeln und für Klausuren? Nach der Klassenarbeit kommt dann vielleicht noch der Frust. Jetzt habe ich alles umsonst gelernt. Das wurde in der Arbeit gar nicht abgefragt. Aber ihr werdet sehen, dass es Spaß macht, dass es glücklich macht, sich freiwillig im Team mit anderen für eine gute Sache zu begeistern.
zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen, und es ist garantiert niemals umsonst. Wenn ich gleich den Antoniuspreis verleihe und euch die Urkunde vorlese, denken wahrscheinlich viele, super, wenn das auch mal ein Lehrer über mich schreiben würde. Ja, jeder von euch kann diese Auszeichnung unabhängig von Zensuren bekommen. Engagieren lohnt sich. Die Schülerin des Jahrgangs 12 wird für ihre besonderen Leistungen für die Schulgemeinschaft mit dem Antoniuspreis ausgezeichnet. Massara hat sich am Gymnasium Antonianum über viele Jahre sozial engagiert. Sie war Schülervertreterin im Schulvorstand, in den Fachkonferenzen, in der Gesamtkonferenz, Jahrgangssprecherin und Mitglied in der Schülervertretung. Als Schülervertreterin und somit als Ansprechpartnerin war sie immer gewissenhaft und verlässlich. Massara hat sich mit ihren Ideen kreativ eingebracht und war an deren Umsetzung maßgeblich beteiligt. So hat sie zum Beispiel die DKMS-Typisierungsaktion organisiert, den Wettbewerb zu Fußball-WM 2018 geplant und als Mitglied der Jury nach überzeugenden Kriterien die Sieger ausgewählt, bei der Aktion Jute gegen Plastik mitgewirkt, sowie mehrfach den Antoniusball- und Völkerballturniere mit den beiden privaten Gymnasien organisiert.